지금 아마 믹스돌 프로세스 가치득세. Wir sind irgendwie draußen noch gechillt und dann kann ich mich an nichts mehr erinnern. Are you ready? Also Battle Mansion ist Drama, Game, Quiz, Fun, Reality, Unterhaltung, Artist Show. Aber auch so ein bisschen Family Feeling, habe ich schon das Gefühl gehabt. So auch pro Team, also schon sind alle sehr fürsorglich gewesen. Und das ist bis jetzt passiert. Der letzte Block bei Battle Mansion ist von einem epischen Jenga-Spiel entschieden worden. Und am Schluss ist der Turm beim Team Pablo zusammengefallen. Entsprechend gehört dem Team Livio die Villa für die Nacht. Das Team Pablo ist am Boden und muss im Zelt schlafen. Die müssen es aber zuerst noch aufstellen. Ist schon okay, Bro. Machen wir es halt. Nachher können wir Regel beschissen, nachher können wir alles machen. Ja, aber es geht nicht um das, Bro. Es geht nicht darum, dass ich da drin hängen kann. Also ich schieße auf das Haus. Ich weiß. Also, wir haben in der Türkei so etwas in dreistöckig. Es geht nicht um den Scheiß. Also, es geht einfach darum, dass der ganze Tag gekillt hast, dir psychopathisch Mühe gegeben hast. Und jetzt haben wir ein scheiß Jenga gespielt, Alter. Ich weiß. Und jetzt ist so, okay, ich habe den ganzen Tag gewonnen. Wegen dem Jenga und wegen dem schneller auf den Buzzer drücken, die beiden wichtigsten Challenges verkauft. Und jetzt muss ich ein scheiß Zelt aufbauen, G. Ja, Bro. Weil ich doppelt so viel Spiel mit meinem Team gekillt habe als dir. Yeah. Also weißt du, was ich meine? Easy, Bro. Also, schau, die sollen jetzt einfach sagen, was wir machen müssen. Und dann machen wir das bitte. Zelt aufbauen hier innen. Fucking Villa ist euch. Sucht euch euer Einzelzimmer. Machen wir es yeah. Mit! Please no pictures, I'm a tired motherfucker. Spidey senses tingle when it's fake niggas. Dread swinging like they did the Harlem Shake, nigga, that's true. Also gemütlichkeitstechnisch ist im Fall voll easy. Ja, die Matratzen sind sehr gut gepumpt. Das muss ich auch sagen. Sind sehr gut gepumpt. Aber ja, schau, jetzt ist im Fall wieder viel chilliger. Ja. Wirklich, danke. Also stell dir vor, es wären jetzt, wenn ich keinen einzigen kennt hätte von Truppen, das wäre jetzt gar nichts mehr gewesen mit mir, Bro. Also wirklich, es wäre gar nichts mehr gewesen, aber ja. It is what it is. Ich habe mich recht lange gezwungen, wach zu bleiben. Also nur, weil ich denke, wenn ich jetzt zu früh zu schlafen bin, dann habe ich voll keine Action gehabt. Also. Darum haben wir noch ein paar Gläschen gehabt und ein bisschen CBD. Und ja, so ist der Abend. So haben wir den Abend schön ausklingen lassen. Krank, das ist das Fleischkäsebrötchen. Was ist das? Danke vielmals. Puh, Alter. Und Knochenmark. So. Wow. Kurz Applaus für den Anstimmer. Ja. Danke. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich faszinierend, wie perfekt toasted der Zopf war. Die Stimmung ist recht gut geworden gegen Schluss. Und dann habe ich mir so ein bisschen, bin ich nicht mehr ganz sicher, wie cool ich noch war auf der Aufnahme. Und das hat mich dann noch ein bisschen belastet. Es sind alle gute Laune gehabt, aber irgendwann hat es bei mir abgelenkt, weil ich bin nicht der Jüngste, gell? Also es ist auch nicht so. Nach so einem Tag bin ich dann auch nicht mehr so bis morgen um 6 Uhr. Mal wäre ich eigentlich schon, aber es hat einfach, ich habe gewusst, heute fängt es wieder früh an. Und ich wollte wirklich einfach pennen. Ich kann es mehr. Ja,
Fuck. Ich habe, glaube nicht ein einziges Mal in meinem Leben in einem Zelt gepennt. Vielleicht so als 10-Jähriger im Garten, weil es lustig ist, aber nach 2 Stunden wieder reingeschlichen, weil ich den Luxus einfach schon immer zu nice gefunden habe. Wird interessant. Ich meine, ich war mal in Paddy, als ich etwa 8, 9 war. Gegen Schluss war wirklich alles cool und nett und emotional. Aber einfach herzlich, mega. Wir haben halt auch noch ein bisschen getrunken und ein bisschen geraucht. Wir sind wieder so ein bisschen normaleren Rahmen zurückgekehrt. Weil es ist schon erstaunlich, wie so die 8 erwachsenen Menschen über Seile ziehen oder scheiß Django wirklich so verbissen waren, als primär ich und Ali. Das haben wir dann zum Glück loslassen können, wieder ein bisschen zu unserer Menschlichkeit finden. Wir haben noch ein bisschen Prosecco getrunken und es eigentlich lustig gehabt. Weißt, bei mir ist es so, ich sage ja, wie ich auch gesagt habe, mich schießt so wie an. Dass es wie so jetzt für mich überkommt, als ob wir heute nichts gerissen hätten. Obwohl wir uns sehr lange sehr Mühe gegeben haben. Weißt? Und jetzt kommt mir wie jetzt gerade so vor, aber ich habe das Gefühl, weil ich einfach es nicht so verkraftet habe, dass wir das letzte Spiel nochmal verloren haben, ist das wie den ganzen Tag Grund, verloren. Ja, voll. Warum ich das Gefühl habe, dass wir den ganzen Tag verloren haben. Ja. Haben wir ja nicht. Und ich weiß es. Und ich weiß auch, dass alle anderen wissen. Und das war sehr cool. Aber trotzdem, ich brauche wie einen Grund, wo halber logisch stöhnt, es klingt sehr blöd. Ja, aber ich kenn das. Kennst du das? So. Das ja, mache ich einfach so. Ja. So. Das passiert. Dass es für mich ein bisschen, dass es ein bisschen verständlicher überkommt, dass ich mich so verhalte. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Matratze oder Zeltboden? Was zählt heute? Pablo und ich haben sie mein Zelt zusammen. Um die 3 herum. Etwa um 3. Brusi, wer im Zelt bist? Danke. Danke. Hey, wie können die Leute in einem Zelt ficken, Mann? Hey, ich habe mich das ein paar vorher angeschaut. Wie gemacht die das? Weil da braucht es so ein 3-Kartonen-Zelt. Ja, oder wirklich sehr schlechtes Sexleben. Ja, also es hat so Kids gehabt, die nebenan Party gemacht haben, so unter unserem Gelände. Wir haben die ganze Zeit gehört. Und ich dachte, easy, machen die Party, aber sind die uncoolste Scheißmusik gelassen, die je gelaufen ist. Aber wir haben es durchgehen lassen. So mega random, so von ABBA über irgendwelche 2013er Hip-Hop. So dann wieder zurück zu Toto Africa. Erste geile Lied. Sei. Ist das von uns? Nein, das ist von Ihnen. Wir sind aufgehört. Okay, das erste geile Lied. Und dann irgendwann. Gotthard. Das war, glaube ich, der beste Moment des ganzen Battle-Menschen-Erlebnis. Oh, wow. Nein, weißt du, wie Gott hat, hat den Spass so weg. Hey! Aber hey! Ich habe wirklich, wenn ich müde bin und es hat Lärm, dann kann ich eigentlich schlafen, aber ich finde, wieso. Ja, irgendwo hört der Spass auf und ich ziehe die Spassgrenze. Ziehe ich persönlich bei Gotthard. Ich bin gestorben, Bro, das war das Geilste. Nein, Entschuldigung, aber bei Gotthard hört der Spass wirklich auf. Es ist alles okay, aber nicht Gotthard. Dankeschön. Good morning.
good morning. Good morning. Macht mir das nur mal so frontal und selten, ich habe das noch nie gemacht. Good morning. Schrecklich. Schon wack. Es war easy. Ich habe 2-3 Stunden in meinem Zelt. Good morning. Ich habe letztendlich nicht in meinem Zelt geschlafen. Wie geht's? Hey. Scheiße. Gerade so, wenn du reinkommst in der Villa, jetzt in der Stube so ein Therapeutensofa, das sieht jetzt so aus. Und dann bin ich dort hergelegt, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich, so, look, ich werde jetzt von da nicht aufstehen. Good morning. Wow. Ja, meine Nacht war okay. Ich habe im Zelt geschlafen. Ich habe ein Küsschen wäre, glaube ich, geil gewesen, aber... My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. Weißt du, Meier? A pack gemacht. This, either of us will sleep in the bed. Also, ich habe echt krass geschlafen. Oh, Gott. Ich habe geschlafen wie ein Engel. Ich habe geschlafen wie ein Engel. Ich muss sagen, die Betten sind total bequem gewesen. What happened now? Und heute Morgen sah ich Gützi neben mir. Ich so, von wo kommen die Gützi? Ich bin im Halbschlaf Gützi holen. Was lauf du? Morgen! Ich bin ein bisschen stürm im Kopf, Mann. Wieso war das? Eigentlich habe ich mega gut gepennt. Ein bisschen wenig, aber easy gut eigentlich. Bett war bequem. Was läuft jetzt, Pferdes? Was läuft jetzt? Zeig mal noch eine kleine Gruppe am Abend. Wie ist los? Zeig dein Gesicht, Bro! Zimmer in einem Bang aufs Bett aufgekumpelt. Was lauft? Oh, ich bin aufgestanden, ey. Was ist hier los? Was passiert hier? Sind ihr am Warren Buffett? Danke. Komm, Herr Presse, nimm Teller. Presse ist da, Bro, sie ist. Nimm Teller. Alle essen. Alle essen. Allein Hunger auf mir, das heißt alle essen. Saurus, Kleiner. Ich hab gedacht, dass ich jetzt einfach den Song für den Rap, aber ich hab mich gefragt, was jetzt? Was sagst du jetzt? Sorry, das ist so ein super Morgen. Beste. So. Es ist ein bisschen wie, wenn man früher so eine Woche zusammen im Lager war. Es sind alle ein bisschen müde, alle ein bisschen durch. Das schweißt halt schon sehr zusammen, wenn man so zusammen wohnt, zusammen so intensiv halt auch seine Emotionen so teilt. Gestern Abend habe ich wirklich wie so gedacht, so, wow, die Zeit ist irgendwie sehr schnell vorbeigegangen, aber irgendwie auch sehr viel. Also weißt du, es war irgendwie so schnell gewesen, aber wie so eine schnelle Woche Ferien in einem Tag. Sieht man, was man alles machen kann mit dem Tag. Also, weißt du?
ist, weil es fühlt sich, als wären wir eine Woche zusammen gewesen. Es gibt ein bekanntes Phänomen, wenn Männer in Frauen Sprachnachrichten schicken, was sie cool finden. Ein bisschen runter. Ja, ja, das, wir sagen dann wirklich die Stimme knackig machen. So. Ja, nein, weißt du, wir haben ein Konzert morgen und du musst noch schnell im Hotel einschauen. Nein, du bist trainiert! Das Geile ist, im Verlauf der Beziehung geht die Stimme in unbekannte Bücher. Wenn du in der Freundin eine Sprachnachricht schickst, ist so: Hallo, ich bin mir aus. Bevor das Ganze gestartet hat, habe ich gewusst, es wird sehr streng und seelisch auch belastend. Ich habe es wirklich gewusst. Und darum bin ich so, habe ich mit einem leichten Anschiss auch gestartet. Und da ist dann die ersten drei Games immer weiter runter. Und nach dem dritten Game habe ich wirklich gedacht, so, eigentlich könnte ich jetzt gehen, wenn ich nicht den Vertrag unterschrieben habe. Und dann hat es gekippt mit einigen gewissen Events. Und dann ist es nur noch bergauf und am Schluss war es tiptop. Wir hatten alle eine lustige Zeit, mehr oder weniger. Das alle irgendwie gut verstanden. Wir sind alle irgendwie cool miteinander. So. Wir, ich glaube, für also alles in allem, sei jetzt gewonnen, verloren, weiss ich was, haben wir, glaube ich, eine gute Zeit gehabt. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das Wichtigste. All die Spiele hat es eigentlich mega gut gezeigt, dass du auch halt verlieren musst, um auch zu schätzen, was du gewonnen hast. Oder auch, um zu gewinnen, auch viel mehr fühlen. Ist doch eh geiler, wenn du zuerst verloren hast. Weißt? Und das ist doch das Leben, Yin und Yang. Das ist positiv, negativ. Am Ende des Tages haben wir alle gewonnen. Natürlich, weißt du, wo der Jenga-Turm geht ist, war das auch schlimm gewesen, weißt? Aber weil es für mich so schlimm war, ist es nachher dafür im Fall umso schöner geworden. Im Fall wirklich, weil ich mich so von einer mega negativen Einstellung ist alles immer positiv geworden. Und das ist doch mega geil, wenn du so vom Tief ins Hoch wirkst. Ich nehme das vor allem mit einem Sack voller guten Freunden. Ich nehme mit, dass ich das nicht so schnell wieder mache, glaube ich. Es war sehr anstrengend. Ich habe gelernt, dass 24 Stunden die Maximaldauer ist, wo ich mit sieben anderen Menschen aus dem Umfeld vertrage. Meistens sehe ich die einfach zwei Stunden während Bounce oder so, ein bisschen im Hip-Hop-Kontext. 24 Stunden ist schön, aber ich glaube, wenn man es auf 36 würde dehnen, würden die ersten Verletzungen passieren. Ich finde immer lustig, wie, so, wie die Leute ein bisschen anders noch ein bisschen kennenlernst und so, die du vorher nicht so kennt hast und so. Über so. Es ist wie so ein, bisschen so ein Zusammenwachsen kurz innerhalb von kurzer Zeit. Und das finde ich einen recht schönen Nebeneffekt von so Sachen. Mega. Also ich meine, man kann ja immer im Leben lernen und man lernt jeden Tag irgendetwas. Aber ich finde, ich habe wirklich recht viel gelernt. Auch ich finde so, zwischen mir und Schanze habe ich mega viele gute Gespräche gehabt. Auch über Musik und Musikbusiness. Ich bin allgemein persönlich lieber ein Mensch, der sich zu viel Gedanken macht und immer alles sich schlimmer vorstellt, als überhaupt es ist. Und es ist so etwas, was ich an mir ändern will. Und so mit all diesen Musikern hängen, dann merkt man einfach, eigentlich muss man einfach nur machen. Man muss gar nicht überlegen, man muss einfach Spass daran haben und es einfach machen.
Das war's. Battle Mansion ist vorbei. Falls du nicht mehr Videos verpassen willst, dann folge unserem Virus hier. Und hier gibt es noch mehr Rap-Sachen.